Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Lona-Projekt. Ja, wie ihr oben erkennen könnt, zwei Missionen abgeschlossen und zwei bei über 90%. Feld 20 sind wir jetzt gerade hier an der Müsli-Fabrik, um den restlichen Mais hier abzuliefern. Der Drescher ist schon wieder vollgetankt und gesäubert auf seinem Parkplatz am Hof. Ja, der Cerion steht auch unmittelbar vor Abschluss. Grobern Feld 5, der kann dann direkt auf die 2 rüberwandern. Da bleibt aber auch nicht viel übrig für uns. Okay, war auch kein großes Feld, aber... Ja, kommt doch ein bisschen was zusammen, man wundert sich immer. Ja, 10.000 schon mal hier für unser Tesch. Dann habe ich ihn schon mal auf Hochwaschplatz eingestellt. Auf geht's. Ja, hier Müsli-Fabrik ist leider Abladepunkt nicht eingefahren. Das heißt, was war das? Egal. So, ja, hier der Drescher auf seinem Parkplatz, vollgetankt, gesäubert. So, dann geht's hier weiter. So, das Feld 23 haben wir leer. Er gibt allerdings aktuell für 24 ab. Ja, hier nervt der Zaun so ein bisschen, aber... Ja, der hat ein bisschen, als ich ihn von 23 auf 24 umstellen wollte, es waren irgendwie 13 Ballen drauf. War ein bisschen am Rumzicken. Gucken wir, ob es jetzt funktioniert. Ja, er hat inzwischen das Feld 3 mit Schwart gemäht. Da ist der werte Kollege hier schon am Silageballen pressen. Ich habe natürlich beim Mähkurs nicht dran gedacht, wenn es Silage ist, also Schwartablage, dass wir erst die Bahnen machen. Aber gut. Schauen wir mal. Ja, der Ball zum Beispiel, der liegt natürlich mega unglücklich. So, er hat gerade Pause. So, kommen wir hier genau richtig jetzt? 99%. Jawohl. Dann ist er hier auch durch. Dann gucken wir mal, ob wir auf der 2 schon einen groben Kurs haben. Haben wir nicht. Darfst du dich aber trotzdem, wie sieht es mit Tankfüllung, passt, alles gut. So, und dann sollten wir... Ja, das können wir gleich machen. Er ist unterwegs. Arbeitet, alles klar. Dann geben wir mal eben einmal fix die Missionen ab, die wir fertig haben. Also einmal Feld 20 ernten für 9030. Feld 5 grubbern, 39.452. Feld 16 kalken, ja, habe ich zwischen den Folgen gemacht, 28.247. Und Walzen, 12.890. So, dann schneidet uns hier gerade noch eine Grubbermission rein, stört mich nicht. Und wo ich noch nicht drauf geklickt habe, ist er hier. Brauchen wir einen zweiten Grubber? Ich meine, auf Dauer wird es wahrscheinlich nur rumstehen, aber... Na gut. So, 600.000 wieder gerissen. Wollen wir ihn mal ganz kurz verarzten hier.
So, das sieht auch soweit in Ordnung aus. Schlückchen noch einmal zu dir. Dann würde mich mal interessieren. Anhänger 1, wo fährst du lang? Schlechte Idee. Eins. Schick schön, wer hat die Arbeit beendet? Er will immer noch nicht an Curseplay übergeben, ich verstehe es nicht. Arbeit beendet. Fahre zu Aufladepunkt. Also irgendwas ist hier im Argen. CP-Fahrzeug zu weit vom Feld entfernt. Ja, weil du wahrscheinlich immer noch auf... Hä? Du wahrscheinlich immer noch auf 23 eingestellt bist. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich ihn erst einmal... Ja, fahr da doch mal einmal hin. Nee, stopp, mach mal. Fahr nochmal zu 23. So, der Cerion ist irgendwo angekommen, wo es noch keinen Kurs gibt. Genau. Motor an? Nein. Motor an? Ja. So, drei Vorgewinde ist okay. Gucken, ob das Feld das mitmacht. Jein. So, Feld 2. Kurs speichern. 12 Meter. Würde ich sagen. Wie gewohnt. Das läuft. Ja, wir lassen ihn mal machen. Irgendwie werden wir wohl eingejodelt kriegen. Hier. Na gut, ich meine, solange du dich nicht bremsen lässt, ist ja alles gut. So, das waren jetzt alles grober Missionen. Ne? Ja, wenn man... Ah, jetzt ist er weg. Im Vormonat war hier noch ein Cerion, genau den wir haben, für minus 43%. Ah, doof. Wo bist du eigentlich? 431 PS, nee, vergiss es. Ah, das ist schade. Gemietet haben wir nichts mehr.
Ich meine, den Grubber, den packt der Fendt auch, so ist das nicht. Und vor kurz oder lang wollen wir die Sachen, die die Sinn machen, ja ohnehin mal mindestens doppelt am Hof haben. Also kaufen wir uns jetzt noch einen Grubber oder nicht? Ja, wir hatten den ja gekauft noch auf der Malinowka. Da hatte ich gesagt, aufgrund der Feldgröße möchte ich eigentlich über, aufgrund der Feldbomben möchte ich nicht über 12 Meter Arbeitsbreite hinaus. So, er hätte jetzt hier 14,3, braucht 450 PS. Schade. Gut, aber dafür ist ja eigentlich auch der Cerion gedacht, ne? Du brauchst nämlich nur 375. Den könnten Fendt packen. Wenn wir eine Nummer größer wollen. Weil Grobern zieht sich schon. Mein 12,2 zu 14,3. Ja, bliebe noch er hier. 15,7. Nur 4000 mehr. Braucht dann aber 500 PS. Die hätte der Cerion. Ja gut, das ist alles, sind alles Mods. Ich weiß gar nicht, warum ich die hier in diesem Let's Play geladen habe. Ja, da würden dann noch zwei Vorgewinde reichen. Meiner Meinung nach. Bin gerade ein wenig hin und her gerissen. Also sagen wir mal 16 Meter. 129.000 hätten wir, das ist nicht das Problem. Diese ungeplante Investition wirft uns jetzt auch nicht weit zurück. Aber will ich so ein großes Gerät? Ja, wenn du hier guckst, da machen 2 Meter 24.000 Euro aus. Und hier macht nochmal einen Meter 4.000 Euro aus. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich mal sagen, macht der mehr Sinn als der. Wo geht die Reise lang? 19. Ganz schön vollgestopft, so ein Kennzeichen, ne? So. Upsi. Jetzt wollen wir hier doch nochmal unser Glück versuchen. Ne, Blödsinn, war schon die richtige Richtung. So, ich würde jetzt ganz gerne. Wir stellen hier jetzt nochmal neu ein. Ich möchte gerne, dass du an Feld 24 links. Scheune Ost abliefern, Rundball. Und du übergibst das Ganze an Curseplay. Meinst du, dass das jetzt funktioniert?
Oder kommt wieder Arbeit beendet? Und beeil dich ein bisschen, ich möchte den Grohr noch abholen. Gut, werde ich mich zwischen den Folgen mal heilen. Zwischen den Folgen mal mit beschäftigen. So, dann fährst du mir jetzt bitte zu Feld 2. Und wenn du da. Ja, mach was du für richtig hältst. Wenn du da angekommen bist, tauschen wir das Ganze. Einmal zum Shop. Habe ich abgekuppelt hier. Was genau machst du da? Aufladen auf Feld 24. Er fährt wieder zu... Ballen übrig 95. Dann find die da mal. Meiner Meinung nach wirst du auf diesem Feld keine 95 Ballen mehr finden. Warum er das Ganze jetzt unbedingt, ich meine 95 Ballen ist ja okay, das scheint das Feld hier zu sein, aber warum er dafür jetzt zwingend auf der 23 starten muss, ist mir ein Rätsel. Mal gucken, wie es läuft, wenn er das nächste Mal wieder am Feld ankommt nach dem Abladen. Wie weit bist du denn vom Shop noch weg? Nein, oh, der kommt. Na gut, der sammelt jetzt wenigstens. Ich immer immerhin, weil ich hätte die Silageballen ja auch so gerne mal weg dann, ne? Wario ist angekommen, dann kann ich den gleich schon mal wieder aktivieren, das ist gut. Das mal einmal weg. Das mal einmal weg.
Gut, dann würde ich sagen, auch wenn wir den Grubber jetzt noch nicht live gesehen haben, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin.